Willkommen! Im Namen des Mondes informieren wir euch. Also, herzlich willkommen zum Q&A-Panel mit Marco Alghiero, dem Style-Zeichner von Sailor Moon. Das sind seine Bilder. Ja, das sind seine Bilder, die er für die Anime-Serie, für die Vermarktung gezeichnet hat. Und wir sind heute hier, um einfach eine offene Q&A-Panel-Runde mit euch zu führen. Ihr könnt uns eure Fragen stellen. Unser Sailor Moon German, da hinten ist sie, unser Sailor Moon German Model, geht dann durchs Publikum und haltet euch das Mikrofon dann vor, damit ihr eure Frage stellen kann. Ich darf begrüßen auch auf der Bühne Cecile von Casé. Vielen Dank. Sie ist unsere Dolmetscherin von Italienisch auf Deutsch. Also ihr müsst kein Italienisch kennen. Und dann... Es liegt, wenn ihr Italienisch könnt, dann nur zu. Okay, dann würde ich einfach sagen, hallo Marco, ciao Marco. Hallo, hallo. Guten Tag. Ja, dann würde ich einfach sagen, fangen wir doch mal an. Wer hat denn die erste Frage zu Marco? In der Chat vorne. Genau. Was war das für ein Gefühl für Sie, als Sie dazu auserwählt wurden, Sailor Moon zeichnen zu dürfen? Preferite qua o qua? Mi sentite? Sentite? Ho sentito. Sentono? Orsi? Orsi? Scusate, sorry. Prima di tutto vorrei ringraziare Sailor Moon German e Casé per avermi invitato qui in Germania. È la prima volta per me e non mi aspettavo di incontrare così tanti fan di Sailor Moon. Erstmal bedankt er sich an Sailor Moon German und an Casé. Es ist das erste Mal, dass er nach Deutschland kommt und er ist überwältigt, wie viele Leute überhaupt gekommen sind und ihn kennen. Also das erfreut ihn sehr, sehr, sehr. Vielen Dank. Danke. Dankeschön. Quando ho saputo che avrei disegnato ufficialmente Sailor Moon e che avevano approvato le mie illustrazioni come ufficiali, ovviamente non ci credevo, era un sogno per me. Also als er erfahren hat, dass er der Auserwählte war, der hat nicht dran geglaubt, der hat gedacht, er träumt. Anche perché ero in competizione con dei disegnatori giapponesi. Er war im Wettbewerb mit japanischer Designer. E mi dicevo, non sceglieranno mai i miei lavori, però mi impegno comunque perché Sailor Moon mi piace, l'amo, quindi mi impegno per ogni serie, però per Sailor Moon mi ero impegnato ancora di più. Er hat gedacht, er schafft es nicht, also die Konkurrenz ist zu groß, aber hat sich gedacht, okay, ich mag Zeichen, deswegen werde ich mich investieren, aber ich mag Sailor Moon wirklich sehr, deswegen werde ich mir noch mehr Mühe geben. E quando mi scrissero un'email dicendo l'autrice, no, Takeuchi ha scelto i disegni, io dalla sedia. Quando als er die Mail bekommen hat mit dem OK, dann ist er einfach aus seinem Stuhl gefallen. Ma non ci credo ancora adesso, però. Er glaubt immer noch nicht dran. Ok. Danke. Basta, cioè, se vuole, va bene. Okay. Ja, ich kenne dich eigentlich noch aus den 90ern. Da hast du nur Fanarts gezeichnet und ich wollte eigentlich gerne wissen, wie du es bis dahin überhaupt geschafft hast. Ob du jeden Tag wirklich geübt hast. Ich habe dich beobachtet beim Zeichnen. Du machst das aus dem Handgelenk, ohne nachzudenken, ohne Vorzeichnung. Und ja, wie viel du geübt hast dafür eigentlich? Ah, oh, wow. Ah. Ok.
Prima di tutto devo darle un consiglio, adesso se vedi tu se tradurlo oppure no, che con la gonna a cavallare le gambe in prima fila è molto pericoloso. Si vede le mutande? Te la vuoi tradurre? No, è divertente. Devi dire, attenzione. Ja, also erstmal hat er einen Bart. Passt auf, wenn er malt, besonders bei Sailor Moon ist der Rock sehr schwierig. No, sinceramente io quando vedo le mie illustrazioni trovo un sacco di difetti, principalmente. Però questo significa che riesco a vedere i miei errori e quindi modificarli, cioè riuscire a correggermi per evitare di ripeterli. Ma non sono mai soddisfatto totalmente delle illustrazioni che faccio, quindi anche quando vedo quelle vecchie trovo dei difetti e quindi spero di migliorare sempre di più. Vuoi che le dica più piano? Er sagt, also wenn er seine Bilder sieht, findet er immer jede Menge Fehler drin. Aber er sagt, es ist natürlich schlecht einerseits, aber andererseits ist es auch gut, weil mindestens sieht er sie und ist dann in der Lage, sie zu korrigieren. Aber er sagt, er ist nie zufrieden von seinen Zeichnungen, weil er immer etwas sieht, was besser sein könnte. Insbesondere wenn er die alten Zeichnungen sieht, dann sieht er ziemlich viele Fehler, aber dann kann er auch natürlich sehen, wie viel er sich verbessert hat mit den Jahren. Dankeschön. So, wer ist denn der Nächste? Da hinten. Ich komme. Wo warst du? Okay. Wie komme ich jetzt zu dir? Okay, hier, die nächste Frage. Also, wen zeichnet er am liebsten? Die Lilia tanzt in piedi, se vuole. Kannst du aufstehen? Wir hören dich sonst nicht. Wir hören es nicht ganz gut. Okay, besser? Hallo? Ja. Hallo. Wen zeichnet er denn am liebsten? Wer wäre jetzt so sein absoluter Lieblingscharakter? Das würde mich interessieren. Bei Sailor Moon oder insgesamt? Nein, natürlich bei Sailor Moon. Entschuldigung. Ok, non voglio essere banale, ma generalmente non mi piacciono mai i protagonisti. Difficilmente mi piacciono. Sailor Moon è l'unica serie in cui mi piace la protagonista. Quindi? No, quindi mi piace Sailor Moon. Generalmente non mi piacciono mai il carattere principale, però in questa serie mi piace insomma. Er sagt normalerweise, wenn was zeichnet, ihm gefallen die Hauptfiguren nie so wirklich, aber Sailor Moon stellt da natürlich die Ausnahme und natürlich ist sein Lieblingscharakter Sailor Moon. Anche perché è molto diversa dalle altre protagoniste, perché è una ragazza imperfetta, non è il solito protagonista che risolve tutto, sa fare tutto, e quindi è molto più umana, però unendo le forze riesce comunque a ottenere quello che vuole, a migliorarsi e difendere le sue amiche, le persone, la terra e tutto quanto, quindi me la rende simpatica. Cioè, quelli che sanno fare tutto sono sempre antipatici. Er sagt, was ihm an Sailor Moon so gefällt, ist, dass im Gegenteil zu anderen Heldinnen ist sie eben nicht perfekt. Sie ist ein bisschen eine Holzung, sie ist tollpatschig, sie macht Fehler, sie ist immer zu spät an den Schulen und so weiter und so fort. Das macht sie menschlicher, viel menschlicher und viel netter zu zeichnen. Und auf der anderen Seite gibt sie sich immer so viel Mühe und erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hilft ihre Freundinnen, sie rettet die Welt und so weiter. Und das macht sie unheimlich sympathisch. Posso fare una domanda io?
er will euch eine Frage stellen. Perché quando vado in Francia mi fanno sempre disegnare Sailor Saturn, è la preferita di tutti i francesi. Qual è la preferita in Germania? Er sagt, wenn nach Frankreich geht, wollen sie immer, dass Sailor Saturn zeichnet. Das ist die absolut Lieblings-Sailor-Kriegerin der Franzosen, anscheinend ist es natürlich nicht. Und fragt euch, welche ist eure Lieblings-Sailor-Kriegerin? Da könnten wir mal so eine ganz einfache Umstimmung machen. Derjenige, der für Sailor Moon ist, Hände hoch. Sailor. Okay, Sailor Mercury? No, una. Eine? Okay, Sailor Mars? Sailor Jupiter? Okay, Sailor Venus? Okay, jetzt kommen die Autosenschen. Sailor Uranus. Sailor Neptun. Sailor Pluto. Okay. Sailor Saturn. Okay. Die Autos gewinnen. Sailor Mercury è la più antipatica. Sailor Mercury ist die meiste antipathisch anscheinend. Warum? Nein. Aber es ist gut gemischt. Es ist richtig ja, gut gemischt. Non c'è, meglio, meglio. Es ist besser so. So, dann würde ich sagen, wer hat denn die nächste Frage? Wo ist denn Sailor Moon German? Hier, hier. Ja, wer? Hier vorne haben wir einen. Komm mal. Und die nächste Frage. Du hast uns gesagt, dass du im Wettbewerb mit anderen standest, in der Zeichnung von Sailor Moon zu werden. Wurden die Japaner auf dich aufmerksam und haben dich dann aufgestellt oder hast du dich selber beworben dafür? Ja, aber von sich selber aus sich beworben hat für diesen Wettbewerb oder ob die Japaner auf ihn aufmerksam wurden und ihn dann aufgestellt haben für diesen Wettbewerb? Okay. Dunque. Io ho disegnato Sailor Moon tramite Backstage Italia, che è la casa che ha il licensing di serie di Toy Animation come Dragon Ball, Senseiya e Sailor Moon. Quello che vengono i riffi, tipo lì, t-shirt, card, merchandise. E loro sapevano che io disegnavo bene Sailor Moon. Cioè, è strano perché quando ero più giovane mi dicevano tutti quanti disegni troppo simile a Sailor Moon, non va bene. E adesso che cercavano uno che disegnava stile Sailor Moon, ero diventato il loro punto forte e mi avevano chiesto se avevo alcuni disegni di Sailor Moon e io gli avevo chiesto quanti ne volevano e di che serie ne volevano, perché sapevo che ogni serie era disegnata leggermente differente. Se vuoi iniziare a... Sì. Also erstmal, zuerst hat er hat gearbeitet für die Firma Backstage in Italien. Backstage ist zuständig für das ganze Merchandising-Produkte in Italien. Und bei Backstage wusste, dass er Sailor Moon mag und Sailor Moon gut zeichnen kann. Lustigerweise, früher haben sie ihm immer vorgeworfen, dass er zu nah an Sailor Moon zeichnet, dass er zu authentisch ist, aber ab dem Moment, wo er das richtig für sie machen musste, dann war das richtig super. Aber das heißt, er hat erstmal für sie gearbeitet, für Merchandising und nur für Italien. Avevo disegnato, ho fatto diverse prove e all'inizio dovevano avere tutte lo stile della terza e quarta serie. Avevo iniziato a illustrarle così, ma poi avevano detto che l'autrice aveva cambiato idea. Avevo iniziato a disegnarle con questo stile qua. Quando l'autrice aveva cambiato idea e ho Naoko Takeuchi, sensei, e quindi hanno voluto per ogni serie il proprio stile. E io spero, penso che
allora abbia colpito anche questo mio cambiare stile di disegno. Questo è la parte del merchandising? Sì, per la sagare. Also der hat erstmal gezeichnet, er hat erstmal verschiedene Proben gemacht. Wir hatten alle der Stil der Staffel 3 und 4. So wie hier. Und dann hat Takeru Shinsensei gesagt, dass sie für jede Serie einen besonderen Stil haben will. Aber wir reden immer noch vom Merchandising hier. E avevo iniziato le prime prove, cioè le prime volte che me l'hanno chiesto era il dicembre 2009 e l'ho saputo che avevano approvato le mie illustrazioni a giugno 2010. Per far capire quanto tempo. Also er hat die erste Probe hier für den Steiger. Er hat die erste Probe für den Steiger Dezember 2009 geschickt. Und das Approval, das grüne Licht, hat er in Juli 2010 bekommen. Also das hat wirklich lange gedauert, bis sie sich entschieden haben. No, le prove erano già per quello, ma non mi avevano detto subito che era per la Stargate. Dovevo fare delle prove di disegno. Sì, però non sapevo ancora che cosa fosse. Er wurde gefragt für diese Proben, aber der wusste nicht genau, für was das ist. Merchandising oder Style Guide. Und dann hat er diese ersten Proben geschickt im Dezember 2009 und dann Juni 2010 dann hat er das vorbekommen. Perché comunque avevano bloccato i diritti di Sailor Moon per, mi sembra, 10 anni. Era 10 anni che avevano bloccato i diritti e ovviamente non si doveva sapere che avrebbero rilanciato la serie. Er wusste nicht genau, wofür er eigentlich diese Proben machen kann, weil die Rechte für Sailor Moon waren sehr, sehr, sehr lange Zeit blockiert. Und man musste nicht wissen, dass die Sachen vorankamen. Deswegen musste er was zeichnen, aber es war unklar genau wofür. Und erst danach hat er gewusst, okay, das ist für das Relaunch der Serie, das ist der Fall, ja, das ist es. Ich hoffe, es war klar. So, wir hatten hier die nächste Frage. Ah, sind wir schon bei der richtigen? Ich habe meine Frage vergessen. Nein, ich weiß schon mehr. Genau, ich weiß schon mehr. Du zeichnest ja nicht nur Sailor Moon, sondern auch andere Serien. Und ich wollte eigentlich wissen, ob du davon auch leben kannst oder ob du noch nebenbei kellnern musst. Leben kann oder nebenbei noch kellnern muss. Davon, genau. Von seinen Arbeiten. Ich hatte den nicht gefragt. Sì, io disegno da quando avevo 16 anni, ho iniziato a pubblicare a 16 anni e fortunatamente ho sempre fatto questo lavoro, ma disegno molto per editoria per i bambini, quindi libri, riviste, fumetti, disegno molte serie. Ja, er kann davon leben. Er zeichnet seitdem er 16 ist. Ich weiß aber nicht, wie alt er heute ist. E ovviamente di notte faccio lo spogliarellista. Traduci. Hanno già capito. Also er zeichnet seitdem er 16 ist. Er hat also immer diese Arbeit gemacht, aber er macht viele verschiedene Sachen, er macht auch viele Sachen für Kinder, Illustrationen von Kinderbüchern und er zeichnet für viele verschiedene Serien. Also Sailor Moon ist noch nicht seine Lieblingsserie, aber es ist nicht die einzige Serie. Und er witzelte und sagte, ja, abends macht er den Chippendale. Aber dafür bekommt er ziemlich wenig Geld. Okay, wer hat die nächste Frage? Ja, ich würde jetzt als nächstes gerne fragen, wie waren denn deine Eltern da eingestellt, als sie erfahren haben, dass du Zeichner bist vom Beruf? Ja. Ah, beh.
E i miei genitori sanno che io so fare solo questo. I miei genitori sanno che io so fare solo questo. Sie wissen, dass er nur das machen kann. Quindi hanno dato un po' per scontato che io disegnasse. E ringraziano il cielo, io sono talmente disordinato, distratto, che ringraziano il cielo che io non voglia fare il chirurgo. Ogni tanto mi dicono però, ma quello che stai disegnando è per lavoro o lo fai per divertimento? Aber trotzdem stellen sie die Frage, ja, aber was du zeichnest, ist das deine Arbeit oder machst du das zum Spaß? Ja, es ist sehr schön, wenn man durch sein Hobby dann am Leben kann. Ich hätte mal jetzt eine Frage, weil ich mir die ganze Zeit seine Bilder anschaue. Sind die Posen, das sind ja alles, erinnert total stark an die Serie, also an diese Szenen aus der alten Serie. Als er den Style-Guide gezeichnet hat, hat man ihn einfach vorlang gegeben, so Screenshots, bitte das jetzt in Hochauflösung zeichnen. Oder hat er sich das alles selber ausgedacht? Oder gab es da starke Vorlagen von den Japanern? Ovviamente tutti i miei disegni dovevano essere supervisionati prima da Toei Animation e poi da Takeuchi Sensei, dalla signora Takeuchi. E avevo due di Toei Animation, c'erano due donne che correggevano le mie illustrazioni e la prima serie ha avuto molte correzioni, quindi molti disegni a me non... come dire, le vedevo migliori prima, cioè ci sono delle correzioni che non mi garbano tanto, mentre per la terza dalla terza serie in poi ho avuto pochissime correzioni e quindi ero più felice. Dalla terza sono diminuite. C'era stato anche un cambio di stile dalla terza. Però la prima ne ha avute tantissime. Sì, non riuscivo a capire esattamente cosa volevano. Anche perché la prima serie di Sailor Moon cambia molto stile. Sono piccoli dettagli ma sono importanti. Alle seine Zeichnungen müssen genehmigt werden von Toei und von Takeuchi Sensei. Und er hatte von Toei immer zwei Frauen, die seine Zeichnungen korrigiert haben. Und er hat gesagt, bei der ersten Staffel war das relativ schwierig, weil es viele, viele Korrekturen gab. Er wusste nicht genau, was sie wollen. Das war ihm nicht so klar. Weil in der ersten Staffel viele Sachen ändern sich und die Details ändern sich und das war schwierig. Aber ab der dritten Staffel kamen weniger Korrekturen und das war ab dem Moment für ihn auch einfacher zu zeichnen und das hat auch mehr Spaß gemacht. Quindi io generalmente lo faccio un po' con tutti i clienti, chiedo che tipo di linee vogliono. E chiedo anche il tipo di colorazione e ovviamente lo stile di disegno. Le linee le volevano abbastanza spesse e con un tratto modulato. Volevano abbastanza spesse
col tratto che andava da fine a grande, e volevano colori brillanti. Brillanti, luminosi. Also, wenn er was zeichnet, richtet er sich an das, was der Kunde will. Er fragt erstmal den Kunde, was willst du? So, und bei Sailor Moon wollten sie relative dicke Outlines, dicke Outlines. Und diese Outlines, die haben immer variiert. Also die waren mal dick, mal wieder dünn, mal wieder dick, mal wieder dünn. Und sie wollten auch brillanten Farben, sagt man das so? Also starke, kräftige, die sehr shiny waren. So wie hier, oder? Leuchtende Farbe, vielen Dank. Ich muss sagen, also von Italienisch durch Französisch in Deutsch, das ist wirklich ein bisschen kompliziert. E ne avevano fornito comunque 7 disegni bianchi e neri preparatori, e er hat auch 7 bekommen als Vorlage, e comunque dei frame che eviterò di dire che erano pessimi e spero che non sono capito l'italiano, e comunque anche. Ad esempio, io mi ricordo che in Italia avevano trovato molto da vedere sul colore dei capelli di Sailor Mercury. No, trovato da ridire, i fan dicevano sono troppo verdi, sono troppo blu, perché Sailor Mercury cambia colore. Se tu digiti su Google Sailor Mercury ti compaiono 20.000 illustrazioni con colori di capelli diversi di Sailor Mercury. Sì. E, però Toei non ha scelto subito quello, mentre io mi ricordo che per una perlina dello scettro di Sailor Moon ho dovuto aggiungere il 5% di rosso. Una perlina, il 5% di rosso magenta, quindi dico, se erano così pignoli per una perlina, se il colore di Sailor Mercury dei capelli non andava bene, me l'avrebbero fatto cambiare. Also er sagt, er hat diese Zettel bekommen, er hat auch Frames bekommen, die nicht besonders gut waren anscheinend. Und er erinnert sich an einem Beispiel in Italien. Die haben ihn ein bisschen genervt mit den Haaren von Sailor Mercury, weil die Farbe ist nicht richtig klar, ist es weniger grün, ist es eine andere Farbe. Das war auch kompliziert. Auch er erinnert sich auch an einen Fall, wo er eine kleine Perle beim Setter von Sailor Moon. Diese eine Perle, da haben sie auch lange gestritten über die Farbe, der musste die Farbe ändern. Ja, die waren ziemlich pingelig. Va bene? Okay. Se voleva ho risposto, se li facette. Ok. So, di next. Ah, c'era una ragazza là che voleva alzare la mano prima. Non la vede nessuno. Allora, abbiamo noch eine Frage da hinten. Da hinten wollte noch jemand, oder? Ja, wo? Da. Okay. Grazie. Bitte. Hast du Naoko selbst jemals getroffen? Hat sie dir jemals persönlich Feedback gegeben zu deinen Zeichnungen? Sfortunatamente no. Leider nein. Dici che posso dire che in Toei c'era solamente una persona che poteva incontrarla? Sì, da war nur eine Person, die Takeuchi Sensei durfte. Da
das ging nur über diese eine Person. Quindi se l'approvava per me, cioè il disegno poteva essere approvato o non approvato. E se l'ha approvato, andava bene. Die Zeichnungen waren entweder genehmigt oder nicht genehmigt. Und wenn sie genehmigt waren, war das eigentlich ein sehr positives Feedback. Also damit hat er sich wirklich und hat ihm auch gefreut. Spero di incontrarlo un giorno. Aber er hofft, dass er sie vielleicht eines Tages kennenlernen wird. Ich glaube, da hinten war auch eine Frage. Genau. Eine Frage, wie gesagt, ich frage es für einen Fan. Hat er schon Fanfiction auch? Verfolgt er auch die Fanfiction und bewertet er die auch dann auch? Sfortunatamente poco tempo di leggere mi piacerebbe avere più tempo per leggere in generale, sfortunatamente poco tempo, però sono contento che sia molto attiva perché comunque tengono vivo il personaggio, le storie, è una cosa positiva. Er hat wenig Zeit, um sich das anzuschauen, er hat sowieso wenig Zeit, um überhaupt was anderes zu machen, aber er freut sich, dass so eine Szene existiert, weil es bringt Leben und das treibt das Projekt selber voran. Magari un giorno ne farò una storia illustrata, disegnata anch'io. Vielleicht wird auch selber einmal da. Hallo. Also, ich wollte fragen, ob er die Serie selber gesehen hat und wenn ja, was seine Lieblingsstaffel ist. Okay. Ovviamente l'ho vista dalla prima messa in onda in televisione e la mia serie preferita ovviamente è la terza. È la mia preferita, però mi piace molto anche la quarta. Natürlich hat er das gesehen, hat das im TV gesehen. Italien ist Sailor Moon auch ein sehr, sehr großes Thema. Und seine Lieblingsstaffel ist die dritte, aber er mag auch die vierte. Mi piace molto lo stile di disegno e mi dispiace solo che la quarta non abbia seguito la storia del fumetto, del manga, che è migliore. Cioè la trasposizione animata non è stata così fedele, quindi ci ha perso molto. Er war von der dritten und der vierten der Designstil, aber was ihm an der vierten nicht so gefällt, ist, dass sich sehr unterscheidet vom Manga. Das hat der Manga nicht richtig adattiert. In Germania qual è la preferita? Welche Staffel, die Lieblingsstaffel ist in Deutschland? Ja, dann spielen wir das Spiel nochmal. Staffel 1. Das ist aber wenig. Okay, Staffel 2. Kommt nur einer Staffel 2. Okay, Staffel 3. Staffel 4. Und Staffel 5. Staffel 3 und Staffel 5. Ich glaube, es liegt an den Outer Centuries wieder. Und bei Staffel 5 vielleicht wegen den Starlights. Outer Centuries Staffel 3 und Starlights Staffel 5, denke ich mir, oder? Le Starlight in Germania sono rimaste donne o sono uomini? Cosa sono? Er fragt, ob die Starlights in Deutschland Frauen geblieben sind oder ob sie zu Männer wurden. Reichen wir mal hier. Warum nicht? ja, sind Männer und Frauen geworden. Also wenn sie sich verwandeln, sind sie Frauen. In der realen Welt sind sie allerdings Männer. Und ich meine auch, in der fünften Staffel ist es ja Tatsache, es war ja einmal oben ohne und er hat auch eine Brust, also einen Mann. Und in der Verwandlung sieht man es ja. Okay. Ok, also loro lo sanno che in Italia erano un adattamento assurdo, avevano le sorelle gemelle, cioè erano degli uomini che quando combattevano c'era la sorella gemella. No, in Italia. Also in Italia habt ihr gesagt, es wären Zwillingsschwestern.
Ja, da wurden die Zwillingsschwestern dann gerufen, auf einmal, wenn es in den Kampf ginge. Ja, ja, bei den Starlets. Ovviamente non comparivano mai nello stesso momento. Ja, obwohl sie nie, also sie nie, natürlich konnten sie nie zusammen auftreten. Aber die Leute haben trotzdem gedacht, dass sie die Zwillingsschwestern. Tja. So war es in Italien. Wir hatten die nächste Frage. Wir haben noch 15 Minuten Zeit. Da haben wir, ich hoffe, es piept jetzt nicht. So. Hatten Sie Neider und Leute, die gesagt haben, ja, Sie können das ja gar nicht und die andere hat das viel besser gemacht und sowas? Kannst du das wiederholen? Ich habe dich erstmal gesucht. Hatten Sie Neider und hatten Sie auch Leute, die gesagt haben, die andere konnte das besser oder sie können das gar nicht oder so? Hatten Sie das? Ah sì, certo, ovviamente. Cioè, non si può piacere a tutti. All'inizio erano molto critici perché ero un italiano e no, Sailor Moon è giapponese, deve disegnarla un giapponese. Però ad esempio avevo già disegnato altre serie giapponesi, ma non sapevano che erano disegnate da un italiano, quindi andavano bene. È un po' come quando scopri il trucco e quindi dici no, allora non va bene. Magari se non avessero saputo che erano miei non avrebbero detto nulla. Poi quando hanno visto che comunque all'estero piacevano, che Naoko Takeuchi Sensei aveva provato, allora sì sì, è bello, cioè è facile salire sul carro dei vincitori. Ma questo è in italiano? È italiano. Ah ok, also natürlich hat er auch negative Kritiken bekommen. Die Fans haben gesagt, na ja, der ist Italiener und kein Japaner, der kann sowieso nicht gut, bla bla bla. Und das Lustige ist, dass er eigentlich viele andere japanische Serien gezeichnet hat, die gut angekommen sind von den Fans, bei den italienischen Fans von mir hier, weil sie nicht wussten, dass sie von ihm gemacht wurden. Ja? Und als die Fans entdeckt haben, dass diese Designs, die ihnen gefallen hat, für die anderen selbst auch vom Markt waren, haben sie gesagt, oh, das ist aber gut. Und plötzlich fanden sie auch die Sailor Moon Designs auch wirklich toll. Aber natürlich, man kann nie allen gefallen. Er hat auch Kritiker, die sein Werk kritisieren. Però ovviamente accetto sia le critiche positive che anche le critiche negative, perché cioè, bello, magari un semplice commento che può essere bello, non mi può aiutare a migliorare e a crescere, però una critica costruttiva che può essere non mi piace perché è rigida, perché non c'è lo sfondo, perché sennò critiche che mi aiutano a migliorare. Er sagt natürlich, also jeder Geschmack ist anders. Was ich schön finde, muss mein Nachbar nicht schön finden. Es ist so. Aber er akzeptiert Kritiken, er freut sich über positive Kritiken und er akzeptiert auch die negative Kritiken, wenn sie konstruktiv sind. Also ihm nur zu sagen, ja, das finde ich scheiße, das bringt ihm nichts. Aber ihm zu sagen, mir gefällt diese Zeichnung nicht, weil das und das, das hilft ihm dann, seine Zeichnungen zu verbessern. Und das ist wiederum dann gut. Vielen Dank. Hier haben wir noch eine Frage. Bitte. Ich habe also mehrere Fragen in einer, und zwar zu Sailor Moon Crystal, ob du das auch vom Zeichenstil her magst, ob du das guckst, auch aktuell im Internet oder wie auch immer, und ob du von Toei schon eine Anfrage bekommen hast, dass du auch dafür quasi den Style Guide entwickeln darfst. Mach. Dunque, prima l'ho visto, se vi piace,
mi piace perché Sailor Moon, ma non mi fa impazzire. Cioè, mi piace perché Sailor Moon, però è il discorso che ti dicevo ieri del che era cambiato un po' troppo per me. E avrei preferito che fosse stato disegnato con lo stile che tutti amano, cioè con cui sono cresciuti, con lo stile degli anni 80. Se vuoi fare la seconda questo? La storia mi piace, la storia mi piace. I background, gli sfondi mi piacciono molto, la musica mi piace molto. E anche il modo come lo trasmettono su internet per tutto il mondo è molto originale. Mi piace molto. Sì. Allora rispondo, ah, volevi iniziare a rispondere questo? Also, antworto di tue erste Fragen. Ja, hat Sailor Moon Crystal geguckt, also beziehungsweise fühlt sich an. Und ob es ihm gefällt, es ist eine geteilte Antwort. Also er mag die Musik, er mag die Story, aber ich kann nicht überlegen. Aber was der Stil, was der Stil betrieb, er hätte sich persönlich gewünscht, dass man mehr sich an den Stil der 80er, also des Animes orientiert hätte. Das Charakterdesign ändert sich sehr viel. Das ist nicht sein persönlicher Geschmack. Also er hätte sich gewünscht, dass man diese altbekannten Stile auch respektiert. Aber wie gesagt, das also ja weitermacht. Aber das ist seine persönliche Meinung. Aber er sagt, die Story, Musik, das ist gut. Und er mag auch diese Art, wie das gestreamt wird und dass die ganze Welt davon profitieren kann und genießen kann. Das fand er sehr gut. Und so die dritte Frage hat er sich noch nicht geäußert. Io avevo fatto le prove per disegnare Sailor Moon Crystal prima che si chiamasse Sailor Moon Crystal, però non avevo cambiato lo stile, avevo fatto le stesse divise ma con lo stile vecchio. E quando poi è uscita la serie, appena uscite le prime immagini a rete, ho fatto le prove per far vedere a Toei che avrei potuto anche disegnare con quello stile. Sì. Però non so neanche, cioè non era più facile per loro farle in Giappone, secondo me. Also der hatte Probe geschickt, als das noch, also als Sailor Moon Crystal noch nicht Sailor Moon Crystal hieß, also als es noch so ein Projekt war. Und er hatte sich orientiert am Stil des Animes. Und als die ersten Bilder von Sailor Moon Crystal veröffentlicht wurden, dann hat er eine zweite Probe natürlich geschickt, um ihnen zu zeigen, dass er sich auch anpassen kann. Das ist, aber für sie war es einfacher, mit japanischen Designern zu arbeiten. Und deswegen hat er das Teil ja nicht gemacht. Su Internet vedono un disegno che ho fatto di prova. È lo stesso disegno di questo qua, però fatto con lo stile Crystal. C'è la stessa illustrazione, la stessa posa sulla mia pagina Facebook, sul sito internet. Also auf seiner Facebook-Seite gibt es eine Zeichnung, das ist glaube ich diese Gruppe, aber in Crystal-Style, kann man sich anschauen. Genau, die teilen wir einfach nochmal dann später auf unsere Facebook-Seite, da könnt ihr es mal sehen. Er hat auch in Manga-Style gezeichnet, das da war auch sehr schön, teilen wir dann demnächst auf unserer Seite. Oh, danke. Hat jemand noch eine Frage? Welcher von den Bösewichten ist sein Favorit? Ah, bella domanda, dunque, preferito tra tutti, se devo scegliere, Sailor Iron Mouse. Das musste ich nicht übersetzen. Das haben wir verstanden, glaube ich. E l'avevo visto per la prima volta in un ragazzino in una rivista francese, Anime Land. Era questa topolina bianca, io all'inizio pensavo che fosse un personaggio buono, in realtà è cattivo. Eh? Ah, babbo. 96.
Quindi se io ho 20 anni... Sein Alter bleibt ein Mysterium. Nee, er hat diese Figur als er klein war, in einem französischen Magazin gesehen. Und am Anfang dachte er, dass er zu dem Buch gehört, weil es so ähnlich aussieht. Und dann hat er schnell gemerkt, nee, nicht. E mi piace molto il trio amazzonico. Trio amazzonico. Das Amazon Trio. Okay, ja, mag noch eine Frage stellen? Warte, machen wir einmal da hinten. Kommt am besten zu mir hier. Ciao. Hallo. Ich würde gerne wissen, ob irgendwann mal ein Bildband mit all seinen Illustrationen von Sailor Moon erscheint. Ja, ein Bildband von ihm, der alle seine Sailor Moon Illustrationen enthält. Sono informato che di... Purtroppo non c'è. Mi piacerebbe molto anche a me e spero che un giorno... per ora non c'è. Spero che un giorno lo faranno. Er hofft, dass es eines Tages passieren wird, aber zurzeit nicht. Sì. Weil diese Designs gehören der Toy, nicht ihm. Das heißt, wenn es ein Abdruck eines Tages veröffentlicht werden sollte, dann fein Toy es ihm. Scrivete a Toy per farlo. Fein Toy. Ja. Das hat er gesagt, nicht? Okay, die zeigt sich dem Ende. Wir haben noch Zeit für eine Frage, wer mag. Sie kommen nach vorne. L'ultima domanda. Die letzte Frage. Denken Sie vielleicht, dass die Starlights irgendwann wiederkommen könnten und es eine sechste Staffel gibt? È l'ultima, era difficile. Prova a dirmelo comunque. Se la dove dovesse una sì, allora. Sarei pronto a fare il stile. Ok. I disegni che avevo fatto per Sailor Moon Crystal potevano essere disegni per il reboot, il remake, o poteva essere una stessa serie. Cioè poteva essere sia uno che l'altro. Io avevo disegnato questi costumi Eternal, quelli con la stellina, che potevano essere anche utilizzati per un'ipotetica stessa serie. Poi hanno deciso di fare rifare il manga. Also die Probe, die er mal gezeichnet hatte, ich hatte ja euch erzählt, ihm wurde gefragt, Probe zu machen für ein Projekt. Damals wusste er nicht, ob das vielleicht eine hypothetische sechste Staffel sein wird oder was auch immer. Schließlich ist es ein Reboot geworden, also Sailor Moon Crystal, aber er sagt es. Das, was er gezeichnet hat, könnte auch für eine sechste Staffel benutzt werden, aber ich meine, das ist, was er sagt, was Toei macht. Weißt du, deswegen, ja, könnte es benutzt werden, vorausgesetzt, dass eines Tages eine sechste Staffel produziert wird. Aber das sind viele Konjunktive in diesem Platz. Genau. Also wir sind gespannt, wie es weitergehen wird. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass Marco, dass du hier warst. Die Zeit ist leider schon. Eine letzte Frage von mir. Du hast den ganzen Tag jetzt hier auf der Manga Comic Convention verbracht. Wie waren denn deine Eindrücke? Wie hast du die deutschen Sailor Moon Fans, wie hast du die erlebt? Was nimmst du von diesem Tag mit? Und würdest du nochmal nach Deutschland kommen? Sono molto stupito di aver trovato così tanti fan di Sailor Moon in Germania, proprio non me l'aspettavo. Ho fatto autografi per tutto il giorno e sono stati tutti molto gentili. Mi dispiace molto di sapere solo 3 parole in tedesco. E ovviamente se mi inviteranno sarò ben felice di ritornare.
Also ja, er war sehr, sehr überrascht, dass es so viele Sailor Moon-Fans gibt. Er hat unglaublich viele Autogramme gemacht und Zeichnungen gemacht. Und die Fans waren extrem nett zu ihm. Also er freut sich und bedankt sich und er sagt, naja. Er bedauert auch, dass er so wenig Deutsch sprechen kann. Dafür entschuldigt er sich oder bittet um Entschuldigung. Und er sagt, wenn man mich wieder einlädt, dann komme ich gerne. Ja. Volevo, se un giorno pubblicherò un mio fumetto, una mia storia, spero l'apprezzare, cioè prima pensavo di poter pubblicare solo in Italia o in Francia, se un giorno pubblicherò in Germania spero che le mie storie possano piacere. Er hofft, wenn er eines Tages es schafft, einer seiner eigenen Comics zu veröffentlichen, dass diese auch nach dass sie dann auch nach Deutschland auch kommen, wenn er sie veröffentlicht. E ringrazio ovviamente tutti quanti. Und er bedankt sich noch auch bei euch. Das ist eine Historie. Dann danke ich euch. Vielen Dank. Vielen Dank auch an dir, Cecile, fürs fleißige Übersetzen. Grazie, Marco. Bitte. Danke. Und danke an euch. Viel Spaß noch auf der Manga Comic Convention 2015.